Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Beim letzten Mal haben wir mit Istola gegen einen, wie sie es nannte, Ashian gekämpft. Was und was, also was das genau ist, das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht werden wir das irgendwann mal herausfinden. Und ja, dann haben wir noch General oder Admiral Merwip getroffen. General, genau. Admiral Merwip, die uns zu einem Fest eingeladen hat. Und ja, wir haben uns ja beim letzten Mal, oder habe ich zumindest erklärt, dass wir jetzt die nächsten Parts Hauptstory machen werden. Ich höre schon die Erleichterung von euch. Und das werden wir mit dem Schurken machen. Der Schurke wird jetzt vorläufig erstmal unser Main. Der Marodeur ist jetzt nicht, weil ich keine Lust mehr drauf habe oder so, erstmal auf Eis gelegt, denn es ist eine Tankklasse, die ich nicht aktiv spielen möchte erst einmal. Ich warte auf den Gladiator, bis wir das machen können. Schurke ist eine super Klasse, ich finde sie richtig cool, deswegen habe ich gesagt, gut, Schurke wird erstmal unser Hauptstory-Charakter, bis wir halt irgendwo hier noch andere Sachen haben. Und der Hermetiker wird unsere Ausweichklasse erstmal sein. Und der Marodeur dann halt für die ganzen Nebenstory-Geschichten erstmal. Wir reden erstmal mit Captain Rainer hier. Und wir kriegen hier Gamma-Schuhe. Okay. Dass du eine Einladung für das Bankett von Admiral Merwe bekommen hast, ist nicht schlecht für eine gewöhnliche Abenteurerin. Gratuliere. Auch für uns, die dem Admiral nahestehen, ist es nicht selbstverständlich, zu einem festlichen Bankett eingeladen zu werden. Es ist eine besondere Ehre. Du hast dir einen guten Namen gemacht, indem du dich mit Leib und Seele in die Dienste von dem Salomünzer gestellt hast. Sicher musst du dabei auch den ein oder anderen mühseligen oder eintönigen Auftrag erfüllen. Aber das gehört eben dazu. Wenn man sich noch die Sporen verdient, und mit jedem Auftrag hast du einem Bürger dieser wunderbaren Stadt geholfen. Darauf kannst du stolz sein. Das Parkett ist eine gute Gelegenheit für dich, neue Bekanntschaften zu schließen. Du solltest dich von deiner besten Seite zeigen. Dazu gehört natürlich auch deine äußere Erscheinung. Sprich mit Baderon. Er hat ein überraschend gutes Gespür für alle Fragen der richtigen Etikette und wird dich gut beraten. Okay, also auf zu Baderon. Dann können wir einmal durchlaufen. Und ja. Oh Gott, ich bin echt gespannt. Warte mal, ich kann hier einmal kurz ein paar Sachen verkaufen. Das ebenfalls. Weil das Sachen sind, die wir nicht mehr brauchen. Alles andere werden wir bestimmt noch irgendwo irgendwie mal benutzen. So, Baderon, lang nichts mehr von ihm gehört. Baderon, Baderon, oh Baderon. Hallo Baderon. Und ich habe wieder was vergessen, so. Stimmt es, dass du eine Einladung zum Bankett erhalten hast? Alle Achtung, das ist wirklich eine Ehre. Ich habe mich gehörig an meinem Humpen verschluckt, als ich davon hörte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie du das erste Mal hier hereinspaziert kamst. Wer hätte damals gedacht, dass du so schnell zu einem Bankett des Admirals eingeladen werden würdest? Wusstest du, dass das Essen aus dem Bismarck angeliefert wird? Das Bismarck ist das feinste und beste Restaurant in ganz Eosea. Das wird ein Festmahl, an das du dich dein ganzes Leben lang erinnern wirst. Ich beneide dich wirklich um diese Gelegenheit, aber genug geschwärmt. Du bist ja hier, um von mir ein paar Tipps in Sachen Etikette zu bekommen. Eins muss ich dir ganz deutlich sagen. In diesem Aufzug kannst du dort nicht aufkreuzen. Wir müssen noch etwas an deiner Erscheinung feilen. Es fehlt ein entscheidender Akzent. Statte doch in Nashim vom Bruguer Konsortium einen Besuch ab. Sie versteht sich auf solche Sachen und verwandelt dich in eine wahre Dame der Welt. Aber vergiss nicht, hier nochmal vorbeizuschauen. Ich möchte sehen, was sie aus dir gemacht hat. Okay. Ich muss einmal zum Iteritenplatz. Jetzt teleportiere ich mich einfach mal so ganz schnell hin. Oh, ich stand da in jemandem drin. Passiert.
So. Oh Gott, der ist ja süß. Der ist ein süßes Dingetchen. Ich bin an der Person vorbeigerannt. Lol. Ja, hier unten muss ich hin. Hallo. Badraum schickt dich, damit ich dich zu einer wahren Dame von Welt mache. Und da habe ich genau das Richtige für dich. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es wird deine Erscheinung vollkommen verändern. Wenn es um die Garderobe geht, geben die Details den Ausschlag. Glaub mir, ich kenne mich da aus. Meine Haare haben nicht zufällig das gleiche Rot wie meine Kleidung. Schick, nicht wahr? Nimm diese Kiste. Was sich darin befindet, fragst du? Ich will dich nicht auf die Folter spannen. Aber du solltest sie im Beisein von Baderon öffnen. Warum das sagt er dir dann? Sagt er dir dann selber. Hihi. Okay. Kiste zu Baderon bringen. Dann einmal kurz zur Achterburg. Ich will einmal noch einen der Briefe abholen. Irgendeinen. Oh Gott. In der Hoffnung, dass es dann noch der richtige ist. Achso, das ist der falsche Charakter. 11 Briefe. Wir machen. Ah, Mist, ich hab den Fett. Okay. Hier. Das wollte ich. Danke. Die anderen Briefe wollte ich eigentlich noch nicht. Wollte eigentlich nur den hier. Weil wir jetzt halt dann 3 haben. Die sind auch noch so ein süßes Mori. Oder sie ist auch mal ganz nett. Kalon Mitarbeiter Tausch. Ja. Was auch immer man damit machen kann. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. So, hallo Baderon. Da bist du hier wieder. Hat die Yen Nashim deine. Hat sie dir etwas gegeben? Gut. Ja, hier. Nein, ja, hier, guck mal. Tada! Im Namen aller Limser, denen du bisher zu fleißig geholfen hast, überreiche ich dir dieses Geschenk. Ein paar Gamaschenschuhe. Wir wollen, dass du beim Bakett eine gute Figur abgibst. Das war eine Überraschung, oder? Damit hast du nicht gerechnet, was? Haha, die Freude steht dir ins Gesicht geschrieben. Nicht doch. Wer wird dann gleich in Tränen ausbrechen? Mit den Schuhen wirst du auf dem Bankett eine glänzende Figur abgeben. Genau das Richtige für eine so wichtige Veranstaltung. Lass dich von dem Geschenk daran erinnern, dass wir alle hinter dir stehen. Wenn du dich schick gemacht hast und bereit für das Bankett bist, sag mir Bescheid. Ich erkläre dir dann, wie du dorthin kommst. Okay. Geil. Nein, ich wollte Steuerung I. Okay. Nett. Einfach nur nett. Ja, annehmen. Dann bist du also bereit für neue Taten. Sehr schön, das Paket beginnt nämlich gleich. Das Passerschuhwerk für diese festliche Gelegenheit hast du. Damit meine ich, hast du es an deinen Füßen. Dann mach dich mal auf zur Admiralsbrücke. Dort findet die Fete nämlich statt. Wenn du mit Zandteil in der Bullwerkhalle redest, wird er dir zeigen, wo es lang geht. Und Bauch rein, Brust raus. Nur nicht schüchtern sein. Schließlich bist du die Heldin, der Limser Luminsa so viel zu verdanken hat. Da ist der Aufzug. Oh Gott. Bullwerkhalle. Ja. Bitte in die Bullwerkhalle. So, ich werde aber auch gleich einmal ganz kurz einen Cut machen müssen. Ich muss mich noch wo anrufen. Und ich bin immer nervös vor Anrufen. Telefonate machen mich nervös. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund machen sie mich nervös.
Aber wir machen erstmal das hier. Festliche Schuhe. Ein Abenteuer mit festlichen Schuhen. Oh, das will ich mir festliche Schuhe bei Lymlaens Großmutter. Komm, Abenteuer, ich führe dich zum Festessen. Stolze Kinder der Meere! Hier steht eine Heldin, die ihr Herzblut für Limsalominsa gegeben hat. Möge Limlin sie segnen und sicher durch jeden Sturm lotsen. Die tätowierten Piraten, denen du begegnet bist, nennen sich die plündernden Schlangen. Sie bestehen aus Halsabschneidern und Verrückten, die sich mit Leib und Seele dem Primae Leviathan verschrieben haben. Sie vergrößern ihre Reihen, indem sie arme Seelen entführen, die ihnen nachts über den Weg laufen und sie dann zur Gefolgschaft zwingen. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie tief unsere Feindschaft mit den Sahagin geht. Wie sich ein Seemann diesen Fischbestien und ihrem Gott anschließen kann, ist unbegreiflich. Zum Glück konntest du ihr abartiges Treiben unterbinden. Dank dir können die Limser wieder ungestört über die Planken torkeln, ohne von fischigen Klauen ins Meer gezogen zu werden. Was leuchtet da? Ist das etwa ein Lichtkristall? Unglaublich! Nach dem Kampf gegen die Gubu hast du doch von einem großen Kristall geredet, oder? Ihr Licht leitet sie. Ja, Yestola hat vermutlich recht. Du wurdest von einer höheren Kraft gesegnet. Das, was du in deiner Vision gesehen hast, könnte der Urkristall, die Seele des Planeten Heidelin gewesen sein. Wenn er dich erwählt hat, dann könnte das Schicksal Eoseas von deinen Taten abhängen. So wie früher von den Taten der Krieger des Lichts. Kennst du die Geschichte? Vor der Katastrophe gab es Helden aus fremden Landen, die todesmutig gegen die übermächtigen Primae kämpften. Als die Eoseische Allianz gegründet wurde, schlossen sie sich uns an, um das Galäische Kaiserreich zurückzuschlagen. In der Schlacht von Cartenau zogen sie mit uns gegen die Galliar zu Felde, um Eoseas Freiheit zu verteidigen. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht verschwanden sie. Jeder, der das Blutbad überlebt hat, erinnert sich mit Stolz daran, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Doch niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Und ihre Namen können wir nicht richtig fassen, als würden sie sich unseren Gedanken entziehen. Wenn wir uns ihre Gesichter in Erinnerung rufen wollen, sehen wir nur schattige Umrisse vor einem hellen, blendenden Licht. Das geht jedem so, der sie kannte. Und deswegen werden die Helden von damals Krieger des Lichts genannt. Irgendwie
Erinnerst du mich an sie? Pass gut auf den Kristall auf. Warum Heidelin ihn dir gegeben hat, wird sie dir sicher noch offenbaren. Vertraue ihr und lass dich von ihrer Stimme leiten. Legionäre, nach vorne! Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft. Die Barrakudas müssen nachrücken. Die Kerntruppen müssen die Position halten, um jeden Preis. Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Nichts. Es ist nichts. Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben. An die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Roban, bitte um Antwort! Hier ist Jakey Schreider von den Blutgeschworenen! Jackis! Verdammt, was ist los? Was passiert da? Was ist das? Wir müssen weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg. Verdammt, Chloe-Schwar brennt! Jackis, melde dich! Jackis! General Raumann, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Antworte! Jackis! Clovis War! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barrakudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot.
Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir, wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole, alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück! Was? Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist! Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galliar mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. In Stellung. Kaspar Hamul, so geni mumuzi du uns hul. Lugal o, asavatak in bet mubuhuz. Imarat Veli, Kishkat Toga Hadi Vat Duns. Si es Nigam, is Dansi only Lamri Eat Zadaido On. Morgen, zartes Pflänzchen. War wohl ein bisschen zu viel für dich. Boah, ich muss das wieder ausschalten, so. Es tut mir leid, dass hier gerade das Ding hier ist. Du erinnerst dich wohl nicht, hm? Dann sage ich dir, was passiert ist. Du bist mitten im Festessen zusammengeklappt und sie haben dich hierher zurückgeschickt. Ist ja kein Wunder, so wie du dich in der letzten Zeit verausgabt hast. Nun, ein kleiner Rat von mir. Das ist nicht gesund. Ruh dich erstmal ordentlich aus. Ah, das hätte ich fast vergessen. Der Admiral will dich noch einmal sehen. Wenn du dich stark genug fühlst, dann geh zu Zantail und bitte ihn, dass er dich vorlässt. Aber erst, wenn du dich erholt hast, klar? Ja, erst, wenn wir uns erholt haben. Natürlich. So, Telefonat hatte ich übrigens jetzt schon beendet. Deswegen, ja, sind wir jetzt gerade hier. Reisetagebuch. Ach, hier können wir die ganzen Videosequenzen noch einmal sehen. Auch aus den Hauptszenarien. Immer her.
Wir machen Harrisford Alexander Kristallturm. Nebenaufträge. Ja, das sind alles hier die. Die ganzen Aufträge. Okay. Ja, sehr geil. So, dann haben wir noch Kostbarkeitenkabinett. Ich lese es einfach schon mal alles vor. Mit dem Kostbarkeitenkabinett kannst du bestimmte Gegenstände in einem Gästezimmer oder seiner Unterkunft aufbewahren. Dazu zählen Jobausrüstung, Gegenstände saisonaler Ereignisse, Gegenstände für Errungenschaften und Bonusgeschenke vom Entwicklerteam. Ob ein Ausrüstungsgegenstand im Kostbarkeitenkabinett aufbewahrt werden kann, ist mit einem Symbol oben rechts in der Gegenstandsbeschreibung angegeben. Nur Gegenstände, deren Zustand 100% oder höher ist, können dort gelagert werden. Die emotionale Bindung wird durch das Einlagern auf 0 zurückgesetzt und Färbung, Wappen und Projektionen gehen verloren. Okay. Stimmt, ich kann jetzt einmal hier wieder meine normale Ausrüstung nehmen. Weil die Schuhe brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, scheinbar kann ich es nicht reinlegen. Nein. Aber ich könnte es in die Projektionskommode legen, wenn wir dafür was hätten. Das ist doch keine Spiele. Okay, Krämerklinge, Kosmetikerklinge, Orchestrion. Ach ja. Das ist okay. Orchestrion ist ein Möbelstück, das Musikstücke abspielt und so in Unterkünfte und Zimmer für eine besondere Atmosphäre sorgt. In Zimmern können einzelne Titel abgespielt werden und in Unterkünften kann eine Wiedergabeliste mit bis zu 8 Titeln erstellt werden. Um das Orchestrion mit Musikstücken zu füllen, ist es erforderlich, Notenrollen zu finden und zu benutzen. Hinweise dazu stehen in der Orchestrion-Liste unter Notizbüchern im Hauptmenü. Im Orchestrion selbst kannst du Musikstücke Probe hören, ein Titel zur Wiedergabe auswählen oder die Wiedergabe beenden. Die Titel lassen sich direkt auswählen oder per Untermenü steuern. In Häusern kann außerdem eine Wiedergabeliste eingerichtet werden. Wähle die Titel ihrer Reihenfolge und der Art der Wiedergabe, zum Beispiel nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge aus. Die Wiedergabeart kann am Orchestrion oder im Untermenü eines Musikstücks eingestellt werden. Erfreue deine Besuche mit einer persönlichen Zusammenstellung deiner Lieblingslieder. Ja. So. Gut, hier können wir uns ausloggen, Spiel beenden oder einfach nichts tun. Projektionspaletten komme ich später nochmal zu, genauso wie Krämerklinge und Kosmetikerklinge. Das könnte später noch etwas schwieriger werden. Deswegen, ja, belassen wir es dabei erstmal. Aber jetzt machen wir uns erstmal weiter mit der Hauptstory. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen was schaffen. Also rein theoretisch wollte ich auch bis zur ersten Indie kommen. Rein theoretisch, aber ich glaube, das wird nichts. Hallo. Oh, der Admiral erwartet dich bereits. Ja. Du sollst bitte hochbringen. Aber ich glaube, diesmal müssen wir selber lesen. Und diesmal wird es uns, glaube ich, nicht vorgelesen. Da freue ich mich schon auf später, denn irgendwann wird uns fast alles vorgelesen. Ah, da bist du ja, Ash. Gut zu sehen, dass es dir wieder besser geht. Es gibt noch was ich mit dir besprechen wollte. Aber dann bist du plötzlich zusammengebrochen. Es geht um eine ganz besondere Aufgabe, mit der ich dich betrauen möchte. Dam, dam. Die Aufgabe, die du für mich erfüllen sollst, ist von großer Bedeutung und wird einige Zeit von dir in Anspruch nehmen. Aber lass mich kurz erklären. Es ist die Quest zur ersten Inni, glaube ich. Mir fällt aber gerade ein... Mir fällt aber gerade ein, wir können gar nicht die Story gerade weiter hochpushen. Weil ich es ja eigentlich so wollte. Wobei, eigentlich ist es egal, ne? Ich wollte halt mit
den Hauptklassen gar nicht so weit von entfernt sein. Naja, zumindest die erste Indie würde ich halt gerne freischalten, ne? Das wäre halt zumindest schon was. Warte mal, ich guck mal nebenbei. Ich gucke mal nebenbei nach Main Quest. Wie lange das ungefähr noch dauert. Okay, das war zu weit. Hier müsste es sein. Stimme des Meeres, okay. Okay, ja. Wir machen bis zur ersten Innie. Und scheiße, ich habe nicht gelesen. Na egal. Es stand jetzt, glaube ich, lang genug da. Die Schlacht von Cartano und die siebte Katastrophe haben unzählige das Leben gekostet. 5 Jahre sind vergangen, aber man sieht doch überall, wie groß die Verwüstung war und welche Wunden die Ereignisse in unseren Seelen geschlagen haben. Auch wenn die stolzen Nimse es nicht zeigen. Und die Krieger des Lichts, die damals für uns gekämpft haben, sind tot und die Erinnerung an sie ist blass. Heute müssen wir ohne Helden auskommen. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Wo Hoffnung ist, gibt es eine Zukunft. 5 Jahre, der Zeitpunkt ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Wir blicken noch einmal zurück in Respekt vor denen, die auf der Karte nur Heide ihr Leben gelassen haben. Und dann richten wir unseren Blick nach vorne, ohne zu blinzeln und ohne zu weinen. Wir werden eine Gedenkfeier für die Gefallenen von Karte nur abhalten. Und du sollst Gredania und Ulda dazu auffordern, es uns gleich zu tun. Das ist der Inhalt meines Schreibens. Bring es als meine Gesandte zu unseren Allianzgenossen. Du, Ashkuran, hast dir große Verdienste um unseren Stadtstaat erworben. Damit mein Vertrauen. Aber es ist noch etwas anderes. Etwas in dir erweckt in mir die Erinnerung an die heldenhaften Abenteuer der Schlacht von damals. Wärst du damals dabei gewesen, so hättest du an vorderster Front gekämpft. Daran zweifle ich nicht im geringsten. Meine Bitte wird dich weit wegführen. Vielleicht weiter, als du je gekommen bist. Aber du sollst die enorme Strecke nach Gredania und Ulda nicht zu Fuß zurücklegen. Hier, nimm das. Ein Luftschiff passt zu deiner freien Verfügung. Damit wirst du ihm nur am Ziel sein. Von der Bolwerkhalle kannst du mit dem Krähenlift zum Luftschifflandeplatz fahren. Von dort fliegen regelmäßig Linienschiffe nach Gredania und Ulda. Zeig einfach deinen Luftschiffpass vor. Alles Weitere lässt du dir am besten von Baderon erklären. Früher verkehrten viel mehr Schiffe zwischen den Partnerstädten unserer Allianz, aber jetzt können wir das nicht mehr riskieren, da sie jeden Moment vom Kaiserreich vom Himmel geholt werden können. Die wenigen Flüge sind für Passagiere mit wichtigen Anliegen reserviert, beispielsweise Booten wie dich. Das ist aber nicht der einzige Grund, dich mit diesem Privileg auszustatten. Es gibt noch gewisse andere, die dich fördern wollen. Wir ahnen in dir ein großes Potenzial. Und wir sind sicher, dass du den Willen und die Stärke hast, es zu verwirklichen, Ash. Im Namen von Lim Salominsa und des Maestroms sollst du nun gehen, meine Gesandte. Die See ist weit und unergründlich und nichts birgt mehr Rätsel als sie. Doch auch das Land sollst du kennenlernen. Erforsche die Welt und sei furchtlos und öffne für das, was sie sich dir bietet, oh Gott. So wie die Sterne und Seefahrer leiten, so leitet das Licht des Urkristalls dich. Dir ist das große Feuer bestimmt, kein Zweifel. Okay, gut, wir müssen das, glaube ich, alles ein bisschen anders machen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt dann schon Vorsatztasche eigentlich. Damit wir halt die Indies laufen können, ne? Sonst sind wir zu weit. Durch eine Indie kommen wir ungefähr auf 17 oder 18 vom Level her. Muss ich nämlich gerade mal so mitbedenken. Das heißt, wenn wir jetzt gleich in den nächsten Städten sind, werden wir nicht großartig weitermachen können, sondern wir werden da mit den Nebenquests, also mit den Klassenquests erstmal weitermachen und uns erstmal alle Klassen holen und die dann hochleveln. Das wird unser Anliegen erstmal sein. Also vergesst, was ich erstmal gesagt habe mit, ja, wir müssen, ne, und wir müssen das und wir machen das. Sondern wir machen Klassenquest gleich.
Wir machen gleich Leveln der Klassen. Weil es so schön ist. Wie gesagt, ich möchte halt alles einheitlich auf 15 erstmal haben. Nicht nur wegen dem Inventar, also wegen den ganzen Ausrüstungsgegenständen, damit wir die ganze Zeit wegpacken können. Sondern halt auch, damit wir wirklich jede Klasse, die als Startklasse quasi gilt, auf gleichem Level, gleichem Niveau haben, um uns dann halt das Leveln einfacher zu machen im Nachhinein. Also wirklich im Nachhinein. Weil ja, ich könnte auch später sagen, gut, wir sind Main Quest 40, wir machen jetzt die nächste Klasse. Dann hätte man da dann aber wieder halt, oder würde ich halt wieder in diese Situation verfallen, okay, ich bewahre jedes einzelne Niedrig-Item auf, mülle mein Inventar damit zu, mülle alles andere damit zu, dann ist halt dieses, okay, du musst wirklich bis 15 leveln, du kannst dir nicht einmal kurz die Klassenquest hoch, also nehmen, um kurz einzuspringen oder so. Und wir können dann halt direkt auch noch die Nebenaufgaben mitmachen. Und so, oder es wäre dann halt auch so, du wärst die ganze Zeit in höheren Gebieten und müsstest dann wieder ins nächste Gebiet, ins kleinere Gebiet zurück. Deswegen möchte ich das einfach jetzt alles schon haben. Weil dieses von 1 bis 15 hochkommen, das ist das Schlimmste überhaupt, finde ich. Das ist so schwierig teilweise. Und wie ist dein Treffen mit Admiral, mit dem Admiral gelaufen? Ich überziehe gerade, ich weiß. Im Ernst? Da könnte ich ja glatt mitfliegen. Nur ein Scherz. Der Laden hier schmeißt sich ja nicht von selbst. Und überhaupt. So. Dann sollst du also das Wort des Admirals zu unseren Allianzgenossen bringen, hm? Na, das ist aber mal eine Bombe. Ich wusste ja, dass du was auf dem Kasten hast, aber dass sie Merlwip so hochschätzt? Ich bin so stolz auf dich, als wärst du meine eigene Tochter. Was für eine glückliche Fügung, dass sich die Lotsin in meine bescheidene Spelunke geführt hat. Aber du bist ja hier, weil du wissen willst, was dein Luftschiff passt so kann. Liege ich richtig? Dann hör mal gut zu. Eosea ist groß. Verdammt groß. Und diese ganzen Weitläufigkeit liegt dir nun zu Füßen. Wenn du denkst, du hast dir hier in Limsa schon ein paar verquere Gestalten gesehen, dann wart mal ab, bis du die verschrobenen Gridania triffst. Oder diese Raffzähne von Uldanen, denen die Gill schon zu den Ohren herausstehen. Du wirst einiges zu Gesicht bekommen, was du nicht mal in deinen wildesten Träumen gesehen hast. Aber du bist ja eine Abenteurerin, da solltest du dich nicht von sowas wie Vernunft zurückhalten lassen. Aber sei vorsichtig bei deinen Erkundungen. Das Leben ist nicht nur Friede, Freude und Ahornzucker, nicht mehr in Gridania. Genauso wie wir hier unsere Scherereien haben, gibt es überall anders auch Probleme. Politischen Intrigen und Querelen mit den wilden Stämmen und so. Und wie ich dich kenne, bist du natürlich die allererste, die damit reinprescht. Na, aber eigentlich mache ich mir bei dir nicht allzu große Sorgen. Bisher hast du es ja auch überlebt. Und immerhin sind schon 5 Jahre seit der Katastrophe vergangen. Die Leute haben genug vom Trübsalblasen. Jetzt wird aufgeräumt. Eigentlich die beste Zeit für eine Abenteuerin wie dich in die Welt auszuziehen und ordentlich mal mit anzupacken. Worauf wartest du noch? Gut. Und dann werden wir hier jetzt aber auch erstmal kurz den Part beenden. Und wir sehen uns dann hier einfach beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, mal sehen, was uns dann beim nächsten Mal so alles erwartet. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Also, ciao!